So, ihr Lieben, ich nehme heute mit in unsere Gemeindekirche, das ist St. Konrad im Bärenkeller. Was natürlich jetzt von außen noch zur Kirche gehört, sind die Glocken, die meistens in einem Glockenturm sind und die auf der einen Seite zum Gottesdienst einladen und auf der anderen Seite auch die Uhrzeit anzeigen, weil sie ja alle Viertelstunde läuten. Jetzt gerade sogar einmal, das war zwei, drei, und anhand der Anzahl der Glockenschläge kann man dann die Uhrzeit hören. Hier neu ist natürlich, dass es jetzt Desinfektionsmittel gibt. Das war früher natürlich nicht so. Das wisst ihr auch, dass es das früher nicht gab. Wenn man reinkommt in die Kirche, befindet man sich neben den Türen immer Weihwasserbecken. Hier kann man sich bekreuzigen mit Weihwasser. Und das steht einfach für Reinigung, weil wir jetzt einen heiligen Raum betreten und uns dafür natürlich gebührend vorbereiten. Und es ist aber auf der anderen Seite auch eine Erinnerung an unsere Taufe. Hier stand immer der Opferstock. Der befindet sich jetzt auf der Seite. Da kann man eben Geld spenden und kann dann meistens auch ein Licht anzünden. Das seht ihr vorne nochmal bei den Seitenaltären ganz deutlich. Da kennt ihr es wahrscheinlich, ein sogenanntes Opferlicht. Wir haben hier vier so kleine Kammern. In dieser Kammer, das sind die sogenannten Beichtstühle. In dem Fall hier ist der Beichtstuhl von Pfarrer Weidner, den ihr vielleicht aus Königsbrunn noch kennt. In der Mitte ist der Pfarrer und rechts und links ist Platz für Gläubige, die eben ihre Sünden bekennen wollen. Wir haben die Kniebänke und Sitzbänke. Hier seht ihr, dass man die Kniebänke oft hochklappen kann. In manchen Kirchen gibt es schon gar keine Kniebänke mehr oder nur an Seiten, weil einfach immer weniger Leute knien wollen. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, durch das sogenannte Kirchenschiff, gehen wir auf den Altar zu, der in dem Altarraum steht und eigentlich das Zentrum der Kirche bildet. Wenn ich nach rechts blicke, habe ich hier die sogenannte Kanzel. Die Kanzel ist ein erhöhter Ort, von dem wurde früher gepredigt. Heute hat er meistens keine Verwendung mehr, aber hier wird er meistens verwendet, wenn irgendwas vorgespielt wird im Kindergottesdienst zum Beispiel, dann wird es da in die freie Fläche über dem heiligen Konrad projiziert. Oder Lieder, die jetzt nicht im Gotteslob zu finden sind, kann man da auch hin projizieren, damit man einfach mitsingen kann. An der Wand haben wir lauter kleine Bilder, die den Kreuzweg Jesu zeigen, eben seinen Weg bis zur Kreuzigung. Hier oben befindet sich die Orgel. Die Orgel wird auch als Königin der Instrumente bezeichnet. Sie besteht aus lauter verschiedenen Pfeifen und je nachdem, welche Taste gedrückt wird, kommt Luft in diese Pfeife und es ertönt die Musik. So, wir gehen weiter nach vorne. Gehen wir gleich mal zur linken Seite. Auf der linken Seite befindet sich bei uns in der Kirche eine Statue von Maria. Diese Marienstatuen, meistens mit einem Jesuskind, findet man in jeder Kirche. In dem Fall hier, ich habe schon gesagt, man kann oft ein Opferlicht entzünden. Das ist eben hier an diesen Seitenaltären. Einmal hier für die heilige Maria und einmal hier für den heiligen St. Konrad. Hier haben wir auch eine Eingangstür. Diese Eingangstür hat auch ein Weihwasserbecken. Hier ist auch, hinter diesem Vorhang ist auch eine Tür und wir sehen auch wieder ein Weihwasserbecken. In der Kirche aufbewahrt wird das Weihwasser meistens im sogenannten Taufstein. Den sehen wir hier. Der Taufstein ist auch in fast allen Kirchen in der Nähe vom Altar oder im Altarraum, damit, wenn eine Taufe stattfindet, einfach die ganze Gemeinde hinsehen kann oder die meisten Leute eben sehen, wie dieses Kind getauft wird. Bei uns wird dann aber, weil meistens bei Taufen nicht so viele Leute sind, hier werden hier nochmal Stühle aufgestellt und dann sitzt man sowieso ganz vorne. Neben dem Taufstein befindet sich bei uns die Osterkerze. Die gibt es jedes Jahr neu und wird in der Osternacht geweiht. Hier haben wir den Ambo. Der Ambo ist ein Lesepult, von dem werden Predigten vorgetragen und auch aus der Bibel vorgelesen, die Lesung und das Evangelium. Wir haben den Altar, der genau in der Mitte des Altarraums steht. Er ist ein Tisch. Bei der Weihe wird unter dem Altar in den Boden werden Knochen von Heiligen eingesetzt. Auf diesem Tisch stehen Kerzen, Altarkerzen. Und während dem Gottesdienst kommen da eben die sogenannte Patene, also die Schale mit den Hostien, und der Kelch wird draufgestellt. Der Priester hat dort sein Messbuch liegen, damit er, wenn er nicht, ja, manche Texte liest er einfach ab.
Über dem Altar befindet sich das Kreuz. Hier haben wir ein Kruzifix, weil wir eben noch einen Jesus am Kreuz befestigt haben. Und das Kreuz steht auf der einen Seite ja für den Tod von Jesus, auf der anderen Seite steht es auch für die Überwindung des Todes in der Auferstehung. Und weil es hier am Altar steht, soll es verdeutlichen, dass Jesus sich uns schenkt in jedem Gottesdienst, so wie er es auch damals getan hat bei seinem Tod am Kreuz. Hinter dem Altar finden wir den Tabernakel. Im Tabernakel werden die geweihten Hostien aufgehoben, die im Gottesdienst übrig bleiben. Und einfach, weil man ja sagt, das ist der Leib Christi, den kann man nicht einfach wegschmeißen oder so, sondern der wird dann da aufbewahrt und den kann man dann in einem anderen Gottesdienst wieder herausnehmen. Der Tabernakel war früher ein Zelt, heute sieht er eigentlich aus wie ein kleines Schränkchen. Neben dem Tabernakel befindet sich oft das ewige Licht. Das ewige Licht symbolisiert die ständige Gegenwart Gottes und es leuchtet eigentlich immer, außer am Karfreitag und Karsamstag. Und dann haben wir es eigentlich schon. Hier sehen wir nochmal den heiligen Konrad. Und damit sind wir fertig mit unserem Rundgang durch die Kirche.